Ich hab's ja nicht so eilig. Ja, ich würde auf jeden Fall hier erstmal, ne? Also ich habe hier kurz ein wichtigeres Thema. Also auf jeden Fall hier, das ist das Gestell. Und hier kann man dann mit so einem Ding hier, und ich hole mir immer einen Schläger raus, kann man dann paddeln. Das ist also ein Landboot. Ja, genau. Also eigentlich nicht. Also wenn man auf Land unterwegs sein will, dann kann man sich hier hinten mit einem Seil befestigen, und ich deute mal dann extra auf so eine Konstruktion, wo man sich befestigen kann. Und dann kann man sich hier mit so einem Brett, und ich zeige ihm so ein komisches Brett, wo man wohl irgendwie so mit so einem Seil irgendwie die Füße festknoten kann. Und wenn das richtig funktioniert, dann kann ich, wenn starker Wind ist, damit quasi über Wald und Wiesen fahren. Wenn ich im Wasser lande, dann kann ich quasi ins Boot reinspringen und dann davon rudern. Aha, vernünftig. Habe ich noch nie gesehen, sowas. Ist eine gute Idee, oder? Also könnte fast von einem Zwerg sein. Also auf jeden Fall einzigartig. Und wenn das funktioniert, dann könntet ihr als Zwerg vielleicht auch ein bisschen damit schneller vorankommen. Hier geht ja immer ein wenig gemütlicher, aber es könnte ja sein, dass wir mal in Eile sind. Aber ich weiß nicht, wie man sowas bedient. Ja, ich auch nicht, aber das werde ich schon rausfinden. Ach so. Ich weiß immer das ja. Immer. Kennt ihr sowas bei euch? Habt ihr solche Landboote? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich hätte, glaube ich, diesen Mast hier ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Dann könnte man sozusagen, wenn man in dem Bereich ist, wo das Boot ist, wenn man darin steht, könnte man sozusagen bei starkem Wind selbst auf Wasser dann ganz schnell fahren, ohne rudern zu müssen. Auch eine gute Idee. Vielleicht ändere ich noch ein paar Sachen da dran. Aber dann hätte es von dem Umfang nicht mehr ins Boot reingepasst. Doch, nur etwas weiter vorne. Ja? Na, ich weiß nicht, ob das so von den Maßen passen würde. Ich hab dir gleich gesagt, du brauchst ein größeres Boot. Ja, aber das schaffe ich ja mit meinen schmächtigen Armen nicht zu ziehen. Ja gut, das stimmt. Das Landboot ist noch nicht perfekt, aber ich glaube, du machst gute Fortschritte. Denke ich auch. Immer, ich habe jetzt hier gerade mal den Zettel von Abel mir rausgenommen, wo er dann mit deinem Namen aufgeschrieben hat. Da steht gar kein zweiter Name. Willst du nur einen Namen haben? Ja, ich bin Typ, der nur einen Namen hat. Ach so, okay. Gut. Versucht mir das zu merken. Wagner schreibt da auch nochmal seinen Namen drauf. Ich glaube, die jetzt machen die Magier was. Jetzt sieht's so aus. Jetzt sieht's so Also, aus. sie sagen auf jeden Fall irgendwas. Ja. Gut, verdoppelte Zauberdauer, reduzierte Kosten und dann minus 2 durch den Stab. Wieso minus 2 durch den Stab? Wieso nicht minus 1? Zwei Merkmalsfoki. Zwei Merkmalsfoki. Willensicht und? Metamagie. Dann würfel. Sprich den Ja. Zauber. Und sage mir, wohin du guckst. Gut. Oculus Astralis, Auge der Sphären. Das Wissen, um Kraft zu mehren. Und ich gucke überall hin. Überall hin. Ja, ich kann mich ja bewegen dabei. Ich schaue in den Himmel. Was machen die anderen? Den Magier ansehen, der da gerade irgendwas gesagt hat, was man nicht verstanden hat. Was tun denn die Ritter? Also was machen die mit den Vögeln? Ich bewege mich mal zu denen rüber. Die stehen immer noch auf der Straße. Zwei von ihnen sind schon weitergegangen, schütteln über den Kopf. Vor allem der eine von ihnen scheint auch so ein bisschen abfällig in Richtung von dir und deinen Begleitern zu gucken. Das ist vor allem dann der Ritter von der Drachenzwing. Und ja, dein Quastenbräucher-Ritter ist stehen geblieben und nickt dir fröhlich aufmunternd zu, wartet. Der ist wohl weiter gewillt, an deiner Seite zu bleiben. Euer Wohlgeboren, es wird nicht mehr viel länger dauern. Die beiden Adepten wollen sich das doch ganz gerne ansehen. Ja. Ich versichere euch, es wird nicht viel länger dauern. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Was hast du gesehen? Dass Vögel vom Himmel fallen. Das sind Einfach Vögel vom Himmel so. gefallen. Habt ihr es nicht beobachtet? Ja, da drüben. Vier oder fünf, glaube ich. Hinaus, als hätte man ihnen die Schädel eingeschlagen. Wir sollten sofort diese Felder verlassen. Nun gut. Okay. Dann vorwärts. Kommt alle, aufsitzen. Zügigen Schrittes wieder Richtung Straße. Eine Hier Sekunde, ist ein lasst ihn doch Goldesel, mal. Meister Vielfraß, lasst euch nicht so viel Zeit. Hopp, hopp. Hier ist ein magischer Zirkel in die Felder eingezeichnet. In die Felder, inwiefern? Schaut euch doch um. Hier. Jemand hat hier definitiv ein Zeichen eingezeichnet. Ich kann es nur nicht genau erkennen. Das habe ich noch nie gesehen.
Und es ist definitiv magisch. Zeigt Iolaos gerade auf irgendwelche Zeichen am Boden oder zeigt er irgendwelche Felder, die könnt wie... ihr das sehen. Ah, okay. Die Bilder. Genau, also wenn du jetzt tatsächlich mal auf den Boden achtest und diese Rillen, dann wird das wohl nicht sein, was mit dem Flug eingepflügt worden ist. Das macht natürlich auch gar keinen Sinn, stellst du jetzt gerade fest, im Winter zu pflügen. Naja gut, du hast keinen Ackerbau, du weißt sowieso nicht, wie das funktioniert, aber ja, du kannst das erkennen. Jetzt gerade auch, wenn du nochmal ein bisschen weiter weggehst, wieder zurück auf die Straße, da wird dir so ein bisschen auch dieses ganze gesamte Konstrukt zugänglich. Wenn du in der Mitte dieses Kreises stehst, dann kannst du das natürlich nicht erkennen. Sollten wir uns dann nicht lieber irgendwie... Sollen wir die Zeichen einfach da lassen, wo sie sind? Wir werden, wenn wir das nächste Mal jemanden sehen, jemanden informieren. Konnte er herausfinden, welches der Zweck dieser Zeichen ist? Gib mir einen Moment, ich versuche es herauszufinden. Du sagtest gerade noch, wir sollten sofort hinunter, was ist denn nun? Ja, natürlich sollte ich sofort hinunter. Sie ist ja schon vom Feld weg. Ragnar würde übrigens auch mal gucken, ob er diese Zeichen schon mal in irgendwelchen Hisinde-Aufzeichnungen gelesen hat. Er hat ja schon sehr viele magische Bücher, wie zum Beispiel 100 Dinge zu strecken, einen Dieb gelesen. Und würde mal gucken, ob er sowas irgendwie schon mal gelesen hat. Ja, Frage an euch. Welche Schriften habt ihr? Schriften. Aber ich... nicht mit Garethi anfangen, geht dann eher um die spezielleren Schriften. Zayat auf 0. Zayat auf 3. Ach nee, Entschuldigung, auch auf 3. Und Altimperial, also grönländisch. Es erinnert dich an Zayat, aber es ist keins. Diese komische Dämonensprache? Solche Zeichen habe ich auch noch nie gesehen. Vielleicht... können wir sie abzeichnen aus unserer merkwürdigen Perspektive, aus unserer niedrigen Perspektive, oder ist es nicht möglich? Wir sollten definitiv die Zeichen kopieren, um zu wissen, was es ist. Allerdings nicht in derselben Anordnung. Ob wir das können, ist die Frage. Komm, mit einem malen Probe plus 7 würde ich euch das zugestehen. Erleichterung dadurch, dass ich alles gerade magisch sehe. 5 Minuten, doch. 5 Minuten. Ja, dann gebe ich dir nur eine normale Zeit mit Probe plus 3. Sehr schön. Also ich finde, meins sieht ganz gut aus. Gut, dann könnt ihr mehr oder weniger das abzeichnen, was euch da profan vors Auge fällt. Iolaos kann so ein bisschen Tipps geben, wer wo stehen sollte. Abel mir gibt gute Ratschläge und Ragnar ist dann derjenige, der das Ganze zu Papier bringt oder auf Pergament festhält. Und mit diesen Zeichnungen könntet ihr weiterziehen. Ich möchte natürlich auch einige weitere Notizen dazu machen. Zum Beispiel kann ich hier sehen, was für ein magisches Merkmal da drin ist. Wie ein Zeichen auf das nächste wirkt, zum Beispiel. Ich würde mir ganz gerne eine Kopie selbst davon machen. Also ich habe dann halt so zwei Zettel übereinander gelegt und das andere würde ich dann quasi von dem, was ich da gezeichnet habe, nochmal abzeichnen. Und welche Zeichen mit welchen interagieren praktisch mit magischen Strömen? Ja, die Merkmalskenntnis fehlt dir, daher weißt du nicht, um was es für magische Dinge es da geht. Vor allem, weil dir auch die Schrift dazu fehlt. Also ich mache mir trotzdem so viele Notizen wie möglich. Ja. Sollten wir das jetzt nicht irgendwie zerstören oder sowas? Ihr könnt auch den nächsten Zauberer ansprechen. Hier gibt es natürlich dann auch weiße Magier, hier gibt es graue Magier, die euch entgegenkommen. Wir sprechen immer noch von der Reichsstraße 2. Ihr könntet auch irgendwelche Geweihte drauf ansprechen, die euch entgegenkommen. Das wäre jetzt euch überlassen. Kommen wir in einem Dorf durch, wo der örtliche Adlige sitzt, oder ist das abseits des Weges? Das liegt an der Straße direkt, diese Sachen. Und wenn ihr da an der Reichsstraße weitergeht, ich sag einfach mal irgendwo bei Kronling oder so, dann könntet ihr definitiv da auch jemanden ansprechen, der sich dazu berufen fühlt, sowas wie ein Vogt. Den könnt ihr da ansprechen drauf. Oder die Büttel des Vogtes, die das dann weitergeben. Ja, oder so ein Dorfschulzen halt, wer auch immer gerade hier das Kommando hat. Ja, gut.
Was sagt bei meiner Magiekunde? Wäre es schädlicher, wenn ich diese Zeichen zerstören würde oder schädigen würde? Oder sie bestehen zu lassen? Ich bin ja gerade ein bisschen unschlüssig. Ich denke schon, wir sollten magische Zeichen einfach so zu zerstören, ist immer eine schlechte Idee. Das auf jeden Fall. Doch wir sollten sie nicht einfach so hier lassen, ohne irgendetwas zu tun. Die Frage ist, wer hat sie überhaupt gemacht und weshalb hier? Deswegen werden wir die Verantwortlichen informieren und sie werden sich darum kümmern. Nicht jede magische Abnormalität auf dem Weg ist unser Problem. Und wir haben, wissen die Götter, Besseres zu tun. Genau das. Es gibt genug kompetente Leute, die in diesem friedlichen Landstrich hier sich darum kümmern können. Gareth ist schließlich nur 2-3 Tagesreisen entfernt. Das macht mir ja Sorgen. Was ist, wenn es noch mehr solche Zeichen gibt um Gareth herum, wenn sie miteinander interagieren und eventuell ein größeres Zeichen bilden? Dann sollte man Leute darauf aufmerksam machen, die Gareth schützen wollen, die jetzt die Zeit haben, sich das auch anzuschauen. Du hast einen Brief an die Akademien oder sowas. Ich bin mir sicher, die Schwert und Stab und die magische Rüstung werden sich angemessen darum kümmern, wenn sie informiert wurden. Ich frage mich gerade, warum diese Zeichen so groß sind. Also, die scheinen ja ziemlich groß. Ich schätze mal so 30, 40 Meter im Durchmesser, oder? Boah, sicher. Hey, größer, desto stärker, oder nicht? Nicht unbedingt. Nein? Nein. Ach so. Das hängt mir etwas mehr mit der Komplexität der Zeichen zusammen. Und ihrer Stärke. Die Größe ist eher nicht gefechtsentscheidend. Vielleicht hat es ja ein Drache gezaubert. Dann würde es Sinn machen, dass es so groß ist. Sollte ein Drachen ein solches Zeichen in einer unbekannten Sprache schreiben? Weil Drachen fiese Kreaturen sind. Wie ist, wenn wir einfach hier den Kindern sozusagen hier ein paar Heiler zustecken, die sollen einfach diese Zeichen kaputt machen, sind sie nur in Schnee. Das wäre etwas verantwortungslos gegen diesen Kindern, nicht wahr? Warum? Das sind doch einfach nur Zeichen. Wenn diese schädlichen Auswirkungen, von denen ich befürchte, dass sie bestehen, wenn man diesen Kreis zerstört, dann schädigen sie auch die Kinder. Ach so. Das wäre schlecht. Also könntest du denn, wo sollt ihr heute Kinder herbekommen? Da hinten, da spinnen doch welche mit den Krähen, die können wir doch immer kurz ranwinken. Nein, das sollten wir nicht tun. Ah, das ist ja. Also ich habe jetzt sowieso kein Problem damit hier. Die Kinder freuen sich, dass sie was zu essen haben, wegen diesen komischen Vögeln da. Da gibt es einfach noch 2 Heller dazu und dann sind die Eltern auch glücklich, dass die Kinder hier ein bisschen spielen sollen. Magister, ihr haltet es nicht für klug, diese Zeichen zu stören, richtig? Richtig. Entsprechend sollten wir jetzt nicht von den Kindern stören lassen. Wer weiß, was passieren kann. Liegen diese Kreise eigentlich willkürlich verteilt oder auf einer Linie oder? Rechts und links am Rande der Reichsstraße. Also, wenn du dir das jetzt ansiehst, das eine links, das andere rechts, leicht versetzt. Und wenn du halt auf der linken Seite noch ein bisschen weiter guckst, kannst du da erkennen, wie da wohl noch ein drittes ist. Aber sonst müsste man jetzt weiter die Felder hoch und runter reiten oder gehen, um da dann mehr zu erkennen. Nun gut, wir sollten weiter reiten und Ausschau hätten nach weiteren Zeichen. Oder sagt ihr dazu? Tut das. Wir sollten auf jeden Fall die Augen offen halten. Na, vielleicht hat das wirklich ein größeres Bild und es kann nicht zufällig sein, dass wir über so etwas stolpern. Auf eurem Wege könnt ihr den örtlichen Vogten weitere Hinweise geben, den Schulzen, den Bütteln, je nachdem, wenn ihr dort antrefft, dass sie die Augen offen halten sollen. Aber wenn ihr die 4 Tage in Richtung Wehrheim weiterzieht, wird euch da zumindest nichts weiter auffallen. Das sind wohl die einzigen merkwürdigen Zeichen gewesen. Zumindest ist es ausgeschlossen, dass das die Kinder im Schnee waren, denn die können sie nicht magisch machen, denn entdeckt wurden sie von Iolaus, der mit einem Oculus sie entdeckt hatte. Fahren sie waren ja natürlich auch zu erkennen, aber gut, warum sollten Kinder dann mit Magie diese Zeichen erzeugen? Dann liegt ihr nach 4 Tagen kurz vor Wehrheim.
Schon vor der Dergelfähre aus könnt ihr die eisernen Mauern Wernheims erkennen. Ein uneinnehmbares Bollwerk. Die meisten Bedrohungen kamen aus Norden oder Osten und wurden hier zurückgeschlagen. Das stählerne Herz des Reiches beherbergt wohl um die 15.000 Menschen. Und da auch das, diese Stadt direkt an der Reichsstraße liegt und sogar mehrere Reichsstraßen hier miteinander verbindet, könnt ihr im Inneren der Stadt schon große Fachwerkbauten erkennen. Tausende von Streitern, die an den Burgen patrouillieren, an der Stadtfestung entlang. Es gibt hier wohl auch einige Kriegerschulen, wie euch auf dem Weg erzählt worden ist. Wehrtempel von verschiedenen Göttern, große Kasernen, eine Schmiede für Brandmunition. Es gibt eine eigene Streitwerkmanufaktur. Eine ganze Menge Leute, die hier beheimatet sind. Und alles, was sich irgendwie um den Hesinde-gefälligen Krieg dreht, wird hier wohl produziert. Die Dergelfähre müsstet ihr dann bezahlen, damit ihr einmal übersetzen könnt, denn der reißende Fluss lässt keinen Brückenbau zu. Gibt's hier denn Haie? Warum sollte es hier Haie geben? Was sind denn Haie? Fische sind das, große. Genau, die haben ganz große Zähne von sich. Im Land, oder? Oder gibt es Landhaie? Ich hatte mal irgendwas gehört von Dergelhaien und wohin Garrett, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden. Also es gibt auf jeden Fall Landboote. Und Dergelhaie gibt es auch, das sind allerdings Piraten. Ach so. Ah. Wenn ich so alles wüsst. Dann gibt's ja also doch Haie. Gibt Piraten an Land? Nein, nicht am Land. Die fahren den Dergel hoch und runter. Flusspiraten. Räuber. Nun, das ist wirklich ein kleines Revier. Und Haie gibt's an Land auch. Geldhaie werden die genannt. Die leihen euch Geld und verlangen dann den fünffachen Preis zurück. Über einen kurzen Zeitraum. Viele meiner Freunde, die sich bei solchen verschuldet haben. Jetzt verwirrt den armen Abdulon. Nee, das gibt bei uns auch. Wucher nennt man das bei uns. Bei uns gibt sowas nicht. Das klingt doch gar ganz schrecklich. Ja, hier steht eine Schiffsidee. Ihr steht also gerade in so einem großen Fährhof am Südufer des Dergel. Hier ist dann eine kleine Festung nochmal aufgezogen, die dann das Ganze nochmal verengt, um es dann wirklich an einen Floß oder einen Fährhof, dann eine kleine Fähre, die dann mit Ketten gezogen wird, wo dann eben die ganzen Leute über die Reichsstraße übersetzen müssen, natürlich dann auch teuer bezahlen. Steht ihr dann in so einer kleinen Schlange und als ihr euch da unterhaltet, kommt dann auch ein etwas älterer Mann auf euch zugehumpelt, graue Haare, schon ausgefallen, schaut euch dann an. Oh, ihr seid das erste Mal hier? Das hat in letzter Zeit auf jeden Fall, ja. Wahrlich ein beeindruckender Ort. Wenn ihr übersetzen wollt, wir haben mittlerweile die Überfahrt etwas erhöhen müssen. Wir brauchen 8 Kreuzer pro Bein. Das wird kein Problem sein. Die Tiere müssen natürlich auch bezahlt werden. Wie teuer war der Preis denn vorher? 5. Und warum ist der Preis gestiegen? Das wurde mir nicht gesagt. Instandhaltungskosten oder so etwas. Von wem wurde der Preis denn erhöht? Wem gehört diese Zollfeste hier? Nun, das alles kommt dann, von demjenigen, der dem Reichserzmarschall, dem Wehrheim, gehört. Oh. Und was muss der instand halten? Na, die Stadt. Wir sind das einzige Bollwerk gegen die Schwarzen Lande. Oder das einzig Richtige. Wurdet ihr denn in der letzten Zeit oft angegriffen? Nein. Niemand traut es sich, Wehrheim anzugreifen, aber wenn das so bleiben soll, dann muss die Stadt eben gewartet bleiben. Viele Soldaten, die hier patrouillieren und mit ihren Stiefeln Schäden am Boden anrichten. Deswegen hat dann wohl der Roderich von Quintian Quant gesagt, dass der Zoll erhöht werden muss. Ich frag da nicht nach, ich setze nur über. Nun, das macht durchaus Sinn. Der Mann ist jetzt aber einfach zu uns in die Schlange gekommen, ne? Der ist jetzt nicht irgendwie vorne der Fährtyp selber. Doch, das ist einer von den Fährleuten, der hier gerade so diese Schlange abpatrouilliert.
Er stellt sich auch nicht an, der steht so ein bisschen neben euch versetzt und wenn ihr jetzt nicht weiter mit euch ihm unterhalten würde, dann würde er wieder die Schlange hoch und runter gehen und mal so nach dem Rechten schauen. Ein schöner Wucher. Und die Stadt muss finanziert werden. Und er hat schon recht. Wenn aus den Schwarzen Landen ein Angriff geführt wird, kommt er vermutlich zuerst hier vorbei. Der Betrieb, er schüttelt so ein bisschen mit seinem Zeigefinger in der Luft, wie ein alter, wütender Mann. Der Betrieb ist hochmodern. Eine hochmoderne Kettenfähre. Seit der Romanzeit. Was ist da denn hochmodern? Das habe ich in Kunschorn schon gesehen. Kunschorn? Nein, unsere Ketten sind die besten. Seit 1500 Jahren. Ah, die sind doch schon total verrostet. Jahren. Guck doch mal da. Seit dem blutigen Fahren schon befahren wir vier Leute die Derge. Dann kannst du ja gar nicht hochmodern sein. Nein, wir haben das einfach mal davon. Wir haben das in den Zeiten von Kaiser Rohal haben wir das erneuert. Alles modern. Das ist aber auch nicht wirklich modern. Immer schleicht sich einfach mal davon, die den Weg hier weiter nach vorne Richtung Fähre, um immer zu gucken, wie es da vorne so aussieht. Was man so da vorne aufschnappen kann. Ja, willst du dich ausgliedern aus der Schlange oder willst du vordrängeln? Nee, ich will mich wirklich ausgliedern kurzzeitig und dann jetzt hier sozusagen da nach vorne gehen, so ein bisschen mal gucken, was die Leute hier so sagen und ja, mal so ein bisschen das Kolorit so ein bisschen aufschnappen. Ohne mich in die Reihe dann da vorne reinzudrängen. Ja, viele Leute, die dann eben sich die Stadt selber angucken wollen oder nur auf der Durchreise sind, ist natürlich unerhört, dass der Preis so stark angestiegen ist, sehen sie gar nicht ein. Und ja, einige haben dann wohl auch selber versucht, mal durchzuschwimmen, wird dir dann gesagt, aber die Dergel ist so sehr reißend, dass das nicht funktioniert. Andere haben es auch mit eigenen Booten versucht, die sie dann gekauft haben, aber auch die treiben ab. Und die einzige Möglichkeit ist wohl, ja, dieses Kettengefährt und auch einige wettern laut, dass man doch endlich eine Brücke bauen soll. Das also, ja, der Unmut ist wohl ein bisschen größer. Gut, da wird man wieder zurückkommen, nachdem man das so hört und sich denkt, okay, der Alte versucht mich jetzt nicht persönlich aus persönlichen Gründen abzuziehen. Nee. Oder zumindest alle aus persönlichen Gründen abzuziehen, je nachdem. Ja. Und, okay. Abtulon, was macht denn die Ketten für einen Eindruck? Das sieht alles stabil aus und ja. Scheint alles mit rechten Dingen hier gut zuzugehen, ja. Weiß ich, dass der Dergel sehr reißend ist? Du bist Gareter, du hast überhaupt keine Ahnung von Flüssen, weil es in Gareth hat nur einen kleinen Fluss gibt und der Effa-Tempel ist, unbedeutend. Von daher wirst du wohl keine Ahnung haben, du warst doch noch nie in Werheim. Wie viel kann mein Kanu nochmal im Wasser fassen? Ja, dich. Fahr mich im Kanu rüber. Dich. Mich. Ja. Dann ist die Kesel ja trotzdem da. Ja, die 16 Kreuzer sind mir eigentlich schon wert, oder? 16? 8 pro Bein war das doch, ne? Ja, genau, aber die Graubeine kriege ich ja nicht rüber. Na, die Grauesel. 6 mal 8, also 48 sind es. Esel. Komm, ja, du hast 2 Esel, das macht 8 Beine und dann nochmal deine 2 dazu, macht 10 Beine. Die Esel passen ja nicht mit in den Kanu, ins Kanu rein. Nee, das wirst du nicht schaffen. Das ist ein Kanu, was für dich ausgelegt ist. Sind mir das die 16 Kreuzer wert? Wofür schleppst du denn sonst ein Kanu mit dir rum, Junge? Um irgendwann mal schnell wegzufahren. Junge, es sind 16 Kreuzer, zahl die einfach. Also ich pass wohl auf deine Esel auf, wenn du darüber fahren willst. Da Jalan das gerade gesagt hat, so ein Wucher kann ich mir nicht bieten lassen. Und ich stehe aus der Schlange aus und gehe um diese Zollfeste herum. Und da muss ich auch meine Sachen nicht verzollen, wenn man das so besieht. Und dann steige ich in mein Kanu, hole den immer einen Schläger raus und mache einmal die Kapitäns. Ich salutiere einmal vor den Leuten, die da quasi mit dem Floß gerade rübersetzen. Ja, du kannst auch wohl erkennen, die sind so 3-4 Flößer, die gerade so ein bisschen erschöpft sind, machen sich gerade bereit, dann wieder die Ketten rüberzuziehen. Aber als sie dann sehen, wie du dich da ausgliederst mit deinem Kanu, knackst nochmal mit den Händen, siehst wohl, wie sie da die ersten paar Geldbeträge wohl verwetten jetzt. 5 Silber auf mich selber. Die Wette wird sofort angenommen. Ja, weil wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich halt eh weg. Dann kann ich auch nicht mehr die Wette bezahlen. Ach, deswegen hat er das. Ja, es wird vorher eingesammelt. Also es wird vorher eingesammelt. Ja, dann hier 5 Silber gebe ich euch. Und dann nehme ich. Eine gute Idee. Ihr habt hier 5 Silber.
Dann fahre ich mit meiner Maschinerie die Räder hoch, dass die dann da quasi wie so Schilder an den Wänden des Kanus hängen. Dorgosch, und sehe dann, ich das jetzt richtig, dass der Menschling das Großbein jetzt 5 Silber bezahlt, weil er will irgendwie ein paar Hellerlinge und Kreuzerlinge nicht bezahlen? Nein, ich wette darum, dass ich es schaffe. Ich verstehe das auch nicht so genau, aber wenn er das nicht schafft, dann schlachten wir die Esel und essen die. Ja, er hat beide seine Esel zurückgelassen. Ja, ich habe ihm doch gesagt, ich nehme die mit rüber. Wer bezahlt die? Ja, ich. Wieso? Gut. Ja, und Ragnar stößt sich in die Fluten. Und stößt damit immer einen Schläger immer wieder und versucht darüber zu kommen. Ja, dann hast du, hast du das Segel ausgeklappt oder hast du jetzt nur den immer einen Schläger? Nee, ich meine jetzt erstmal nur die hier paddeln. Ja, dann ist es eine Bootefahrenprobe plus 15. 15?